Servus zusammen, wir schauen uns einen kleinen, aber feinen Trailer an, ein neues Produkt von Magic Shop und zwar Elastic Bill heißt das Ganze und ja, gucken wir rein. Das ist schon mal die erste Frage, ob es da eine Euro-Version gibt. Okay. Moment. Direkt den Effekt verpasst. Das sieht schon mal cool aus. Okay, also schöner Change. Richtig, also ist cool, wie er fängt ja relativ clean an, oder? Moment. Ja, wir sehen den Schein ganz. Ah, okay, ja. Ich habe eine Idee, aber es tut nichts zur Seite. Das sieht schon mal sehr cool aus, dieses Stretchen. Und das ist halt schön. Also, ganz ehrlich, das ist eine richtig schöne Nummer. Vor allem so einen Eyecatcher, so ein Alltagseffekt, wo man einfach irgendwie, man stellt sich random in der Bar, traut sich nicht jemanden anzusprechen, nur so als Idee, und stellt sich dahin und beginnt so einen Geldschein zu stretchen. Und die Leute werden euch ansprechen. Also, und dann boom, und dann zahlt man damit, als wäre es nichts. Sehe ich. Ich liebe halt auch diese Art von Zauberei, muss ich ganz ehrlich sagen. Handling geht auch voll klar. Ich finde das erste besser. Das da, ja. So mit den beiden Händen. Es ging aber schon auch ohne das an sein T-Shirt zu drücken, oder? Ja, hier das vorne. Ja, okay, passt. Elastic Bill. Ja, okay. Ist jetzt schwer, was zu sagen, aber in der Beschreibung hier steht, ein einzigartiges Stück Magie ist schön, äußerst visuell. Und perfekt für soziale Medien. Ja, das ist so ein Streitthema, das kann man immer reinschreiben, so als Argument. Ne? Perfekt für die sozialen Medien. Und das Gimmick muss zusammengebaut werden. Eieiei, für faule Menschen wie mich ganz schwierig. Aber wenn es heißt, es muss zusammengebaut werden, aber dann heißt es auch das, was dabei ist. Also ich glaube, es ist eine Dollar-Version, weil sonst hätten sie es beworben im Sinne von Euro-Version. Naja, aber wenn man jetzt einen schönen Grund dafür hat, mit dieser Dollarnote zu zaubern oder generell kann man das, finde ich, schon ganz gut verkaufen. Es ist so visuell, es ist eigentlich für den Effekt egal, dass es kein Euroschein ist. Ich fände es trotzdem mit Euro cooler, aber who knows. Ja, ich bin gerade unentschlossen, ob es eine Review wert ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ja, soll man sich mal im Detail anschauen. Aber ist ein netter kleiner Effekt. Also ich glaube, dass man damit wenig verkehrt macht, wenn man sich da das Performen sieht und da Bock drauf hat. Why not? Ganz ehrlich, coole Sache. Coole Sache. Schöne Kreativität. Na, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche euch noch einen traumhaften Abend, Mittag oder was auch immer gerade bei euch ist und bis bald.